Carlos zum Gruße, werte Mitstreiter, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Yo, noch hier im Lager der Sturmmäntel, aber ich habe euch ja versprochen, dass wir jetzt mal abseits hier mal ein Quest machen wollen, abseits dieses Krieges. Genau, wollen wir uns erstmal die anderen Seiten hier angucken von Skyrim. So. Und zwar wollte ich mit euch machen, und zwar das Quest, erkunde die Halle der Toten. Das war ja in Markart, da hat ein Priester uns nach einer Überredung den Schlüssel für die Halle der Toten gegeben. Und wir wollen jetzt mal gucken, was sich da Mysteriöses drinne abspielt. Da soll sich ja angeblich, oder da sollen ja Leichenteile oder Leichen gefressen worden sein. Und hast du nicht gesehen? Das wollen wir uns doch jetzt mal anschauen. So. Markart. Markart, Markart, Markart. Da unten. So. Festung Unterstein. Wollen wir uns gleich mal dahin aufmachen? Und hier Graubart. So, Sven, bist du bereit? Mal sehen, was uns da drin erwarten wird. Ein Drache hat König. Wieder am Ort des Geschehens hier. In der Stadt, die die Zwerge wohl erbaut haben sollen hier. So, wollen wir mal schauen, wo müssen wir hin? Bin ich jetzt falsch? Muss ich hier... Unter der Festung befindet sich eine ganze Zwergenstadt namens Nihuanzel. Haltet euch besser davon fern, wenn ihr euch nicht mit einem Dampfcenturio anlegen wollt. Das klingt böse. Muss ich auch mal eben mal schauen hier. Ups. So, wie können wir denn hier mal... Okay, muss ich wahrscheinlich. Muss ich hier hoch? Gut. Ja, bleiben wir an so einem Stein hängen hier. So, müssen wir mal schauen, wie ich da am besten reinkomme. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ah, hier ist er, hier vorne. Wir können ja einmal ganz kurz hier rüber schauen. Das sieht ja imposant aus, muss ich ja echt sagen, ne? Stark, auch mit dem Fluss, der dann hier unten lang fließt. So. Bruder Verulus. Findet heraus, was in der Halle der Toten vor sich geht. Arkay wird über euch wachen. Jo, so, was ist die Halle der Toten? Neu in Himmelsrand? Ich war auch erst verwirrt. Die Nord bezeichnen ihre Mausoleen als die Halle der Toten. Dort sind die Bewohner der Stadt beerdigt. Väter, Vorväter, Mütter... Ahnen. Ah, alles klar. Gut. Sind Seid wir vorsichtig in der Halle. Wieder wir ein nicht, was darin ist. Bisschen schlauer geworden hier. Sven, ich habe keine nicht Ahnung. Viele würden nach Stahl und Blut riechen, wow. Links in eine Krypta hineinlaufen. Aber hab keine Angst. Okay, und kaum sind wir drin. Ich spüre den Hunger in euch, wie er an euch nagt. Ihr seht die Toten und euch läuft das Wasser im Munde zusammen. Euch knurrt der Magen. Alter. Zeig dich. Ich werde euch wegen dem, was ihr seid, nicht meiden. Bleibt. Ich werde euch alles sagen, was ihr vergessen habt. Kennt ihr das? Es ist oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr wart jung, als ihr zum ersten Mal Menschenfleisch probiert habt, nicht wahr? Scheiße. Ein Bruder oder eine Schwester war gestorben? Ein Unfall, natürlich. Dann überkam euch der Hunger. Neugier. Was konnte ein einzelner Bissen schon schaden? Jetzt ist alles gut. Ihr habt eine Freundin gefunden, die euch versteht. Ihr könnt eure Schuldgefühle ablegen. Und ich wollte gerade noch sagen, kennt ihr das im Horrorfilm, wenn dann auf einmal diese Schrecksekunde kommt und auf einmal kommt die da um die Ecke? Ich glaub's nicht. Boah.
Das hat mich echt ein bisschen erschrocken. So, Schuld, wovon redet ihr da? Ich bin kein Kannibale. Was wollt ihr vom... Achso, was wollt ihr mir antun? Okay, Schuld, wovon redet Viele ihr da? Viele von uns verdrängen die Erinnerung an ihr erstes Mal. Die Scham ist zu groß. Aber ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken. Namira, die Herrscherin des Verfalls, nimmt euch so an, wie ihr seid. Sie hat einen Ort für uns, wo wir unseren Appetit stillen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Boah. Okay. Ich will damit nichts zu tun haben, oder wo liegt dieser Ort? In der Windklippenhöhle. Aber die Toten sind vor kurzem aus ihrem Schlaf erwacht und ich wurde hierher vertrieben. Trefft mich dort. Wir werden uns zusammen den Weg zu Namiras Umarmung freikämpfen. Bis dahin sagt den Leuten von Markart, dass ihre Toten nicht mehr gestört werden. Wir haben größere Pläne. Oh mein Gott. Befreie die Windklippenhöhle von den Drauga. Zombies in Himmelsrand, Leute. Aber meine Fresse, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Boah. So, dann wollen wir noch mal schauen, was hier noch so alles auf uns wartet. Hier oben haben wir einen Schrein von Arkai. Aber der soll uns nicht weiter interessieren. Denn wir haben uns ja hier Talos verschrieben. Weizen. Stehlen. Ja gut, aber hier ist eh keiner. So. Oh, oh, oh. Okay, hier geht's anscheinend wieder raus. So wirklich... findet man hier auch nichts, denke ich mal. So. Dann bin ich ja mal gespannt, was uns da gleich erwarten wird. Wo kommen wir denn jetzt hier hinaus? Ach, hier sind wir wieder. Okay. Dann kann man hier nämlich rum. Da möchte ich den Typen eben einmal noch gerne Bescheid sagen. Oder ich möchte mal sehen, was er dann, oder was jetzt die Antwortmöglichkeiten sind darauf, da wir ja wieder hinausgekommen sind aus der Höhle. Aus der Halle der Toten, so. Steht er denn hier noch? Was haben wir denn hier? Ahnen und die Dunmer. Die Dunmer sind hier in Skyrim die Zwerge, wenn ich mich nicht täusche. So, ich blätter mal für euch durch. Dann könnt ihr ja auf Stopp machen, zwischendurch. Und euch das mal durchlesen. Gibt ja immer so ein paar Geschichtsträchtige, die sich diese Bücher gerne mal durchlesen. Finde ich auch gut. Ab das eine oder andere Buch habe ich mir auch schon mal durchgelesen hier. Ist echt interessant, auch schöne Geschichten drin, also haben die Entwickler klasse hingekriegt. So, wollen wir mal hier. Ihr seid zurückgekehrt. Was ist in der Halle der Toten geschehen? Gut, wir wollen mal nicht zu viel verraten. Die Halle der Toten ist jetzt sicher. Die Göttlichen mögen euch für eure Heldentaten schützen. Wir werden die Halle sofort wieder eröffnen. Hier, nehmt mein Amulett als Belohnung. Amulett von Arkai hinzugefügt. Jawohl. Gut. Ja, ihr könnt die Halle nun gerne wieder Arkai schütze euch. Öffnen. Nee, danke. Der Talos genügt mir. Okay, wir haben ein paar Magier bei der Arbeit. Gut, aber nun wollen wir doch uns aufmachen zu dieser Höhle und sie von den Drauga zu säubern und mal sehen, was danach noch geschieht. Befreie, so. Mh, der Geschmack des Todes. Na geil. Oh Mann. Hier ist natürlich immer nichts in der Nähe, ne?
Das ist natürlich echt super. So. Gut, dann gehen wir hier einmal hinaus. Und einmal aus Markat heraus. Was soll ich tun? Niemals das Haus verlassen? Wollt ihr das ändern? Das ihr macht den Stall Fleisch in Reach. Punkt um. Ihr wollt jetzt aufgeben? Aus Furcht? Soll das unsere Tochter von uns lernen? Mama, warum streitet ihr mit Papa? Wir streiten uns doch nicht, wir... Wollt ihr etwas warum haben hole oder ich euch nicht was zu essen? Natürlich Mama wollt ihr das. Reden später weiter. Der schönste Schmuck in ganz Ma... Seit ihnen die Stadt gehört, erheben die Leute vom Silberblut-Clan Steuern auf alles. Kommt vorbei, falls ihr einen neuen Ritter so. Alles klar. So, was hat denn der Werteherr hier? Ein Kampfhund ist eine gute Begleitung und ein guter Schutz. Ah ja, ein Hundetrainer. Ich nehme euch einen Hund ab. 500 Goldstücke. Aha. Meine Familie macht das schon seit Jahren. Man braucht einen, wenn man in Reach unterwegs ist. Falls Abgeschworene angreifen. Ich selbst habe einen ganzen Wurf für den Jarl abgerichtet. Da fällt mir ein, dass ich noch Hundefutter zur Festung liefern wollte. Wurzfleisch. Das mögen sie am liebsten. Oh ja, ein neues Quest. Ich könnte die Lieferung für euch übernehmen. Oh, danke. Bringt es Wada. Sie kümmert sich um die Hunde des Jarls. Klingt gut. Bringe gewürzter Braten zu Wada. Ja, das klingt ja interessant. Oh, guck mal. So niedlich. Wisst ihr was? So, ich nehme euch den Hund ab. Gut, hier bitte. Wenn es sein muss, folgt er euch ins Reich des Vergessens und wieder zurück. Ach ja, Leute, warum nicht, ne? Hey, wachsam. Ist ja stark. Leute, wir haben einen Hund. Haha. Und Sven bleibt bei uns? Ey, wow. Das wusste ich ja selber auch noch nicht. Ist ja cool. So. Na dann. Räumen wir doch diese Höhle ganz schnell auf. Gut. So. Okay, dann würde ich an dieser Stelle einen kleinen... ja, oder diesen Part an dieser Stelle beenden und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part damit weiter, dann diese Höhle zu säubern. In der Zwischenzeit werde ich da dann schon mal hinreiten. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was uns dort erwartet. Genau, also, wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst mir doch eine positive Bewertung da und ich würde mich ganz besonders drüber freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin der Halga und macht es gut. Bis dahin. Ciao.